Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Ballerburg. Oh Mann, 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 was für ein Spiel. Alter Vater. Letztes Mal gestorben, ey. Hallo. Weißt du, Staffel 3 begonnen von Ballerburg und dann schon abgekackt. Das ist natürlich nicht gut. Also Fritz hat mich besiegt, also tretet er nochmal gegen mich an. Burg nehmen wir natürlich mal jetzt anderes Gebiet. Und dann starten wir und hoffen wir mal, dass wir jetzt gewinnen, hä? Weißt du, Montagmorgen, nee, noch nicht mal, am Montagnachmittag haben wir schon. Um 12:30, wo ich jetzt gerade aufnehme. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es klappt. Wir schießen mit der hintersten Kanone. Es soll überraschend kommen. Sehr überraschend. Oder vielleicht auch doch. Ne, doch nicht. Okay. Mal gucken, ob er es mir zeigen kann. Und oh, er kann es noch, ey, alter Vater. Wollen wir einfach mal ausprobieren, ob jetzt mehr Pulver und so genügt. Ja, auf jeden Fall, aber er kauft sich eine neue Fahne. Und ich weiß nicht. Komm, ich muss mir jetzt auch Sachen kaufen. Windfahne, ein Förderturm, Kugeln, das habe ich noch. Steuern mache ich natürlich wieder ein bisschen hoch, ne? So. Müsste eigentlich mal ein bisschen mehr Pulver, vielleicht hilft das ja. Ja, guck mal, sofort in die Kugelecke, also in die Waffenkammer, Munitionsecke. Mir fiel jetzt kein anderes Wort dafür ein. Oh, oh, und ich habe ihn gleich. Fritz, das wird gefritzelt. Er wird gefritzelt. Oder doch nicht. Ah, schade. Man merkt, wenn sich der Wind nur so ein klein wenig verändert, sofort wird man bestraft. Aber ja gut. Machen wir mal weiter. Mal gucken. Oh, fast dran. Scheiße. Naja. Ich hatte jetzt letztens, um jetzt mal eine private Sache so zu erzählen. In der Zeit, wo jetzt noch nichts hier passiert. Also für alle die, wie gesagt, jetzt wiederhole ich es nochmal. Die nicht wissen, dass ich als Koch arbeite. Die wissen es jetzt. So. Und ich hatte ja eine neue Stelle angetreten hier in Ostfriesland. Und da musste halt dann eine andere Person dafür dann weichen. Also musste halt dann entlassen werden. So leid es mir auch tut, aber gut. Das Geschäft ist hart. Ja, kann man leider nichts gegen machen. Ah, verfluchte Windhunde. Und ja, und der Junge, 22, hatte, weil hier oben ist ja alles ein bisschen kleiner, hier leben ja nicht so viele Menschen, hatte einen Unfall gehabt und war halt im Krankenhaus und da haben sie jetzt, gestern Abend habe ich erfahren, die Maschinen abgestellt, also halt, dass er dann tot ist, ne? Ja, und das ist schon echt makaber, wenn man so denkt, ah, der arbeitete mal im selben Betrieb, wie man selber jetzt arbeitet und wurde sogar entlassen, nur dass man da halt arbeiten kann. Und gut, wie gesagt, ich hatte da jetzt kein so großes, wo ich sage, oh scheiße und was wäre jetzt gewesen, wäre jetzt im Betrieb geblieben und so, nee, das überhaupt gar nicht, also da kümmere ich mich auch gar nicht drum. Aber halt wirklich das Gefühl, oh, er hat hier gearbeitet, ist hier genauso rumgelaufen, wie ich jetzt rumlaufe. Nein, schon wieder! Oh Mann! Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Ey, das ist doch bitter. Das ist mehr als bitter. Fuck. Scheiße, ist Fritz beim nächsten Mal dann nochmal dabei, also morgen. Au, Kacke. Na gut, dann würde ich sagen. Die Geschichte, wie gesagt, war halt so, dass es halt dann so doch ein bisschen komisches Gefühl ist, aber na gut, das Leben geht weiter. Auch wenn es jetzt ein bisschen kaltherzig ist, aber ich hatte ja mit dem jetzt persönlich, ich habe ihn noch nie getroffen, noch nie gesehen. Er war einfach nur, also ist einfach nur an meiner Stelle entlassen worden, dass ich halt da jetzt arbeiten kann, weil er halt unfähig war für den Job. Aber gut, ist halt so, nur ein bisschen komisch. Darf ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Ballerburg mit mir im Reaver und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!